Yo ho ho, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück, wie immer, zu einer brandneuen Folge, Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, ihr seht's ja sowieso. So, wir haben natürlich locker die 3000 Florin in der Tasche, die wir für diese Erinnerung benötigen, und von daher werden wir jetzt diesen Senator zum Bankier begleiten und ich hoffe mal, dass wir den Bankier dann direkt wunderbar ausschalten können. Würde sich doch anbieten, oder? Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Okay, jetzt müssen wir also wie immer, oder wie schon öfter mal, jemanden verfolgen. Während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Ich bin gerade auf dem Boden, ne? Achso, jetzt geht gleich erst die richtig offizielle Verfolgung los. Aber wir können direkt schon mal in Schuss bleiben, sag ich mal. Und ihn verfolgen. Aber dabei auch nicht entdeckt werden, ne? Das macht es nochmal einen Ticken schwieriger. Denn es gibt ja, wie wir alle wissen, immer noch einige Wachen, die nur auf sowas warten wie mich. Darf ich jetzt eigentlich schon wieder auf den Boden? Auf den Boden der Tatsachen, wie man so schön sagt? Okay, jetzt muss ich wieder ganz schön oft Ausschau halten nach diesen Dingern hier. Ich glaube, die Verfolgung geht jetzt erst los, aber... Okay, jetzt wieder einstellen, auf Dach bleiben, kriechen. Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Okay, und ich glaube, die Armbrust dürfte ab jetzt ziemlich praktisch werden. Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Keiner hört's, keiner merkt's. Perfekte Waffe. Und vor allem, sie schießt schnell. Sehr schnell. So dass ich auf plötzlich auftauchende Wachen sehr fix reagieren kann. Okay, soweit so gut. Ich halte jetzt auch immer ein Auge auf der Minikarte. Oh, 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 oh. Okay, ich dachte schon, das wäre ein richtiger Turm. Trotzdem im Auge behalten. Okay. Boah. Beeil dich, Ezio. Okay, soweit okay. Das ist hier direkt genau sowas, was ich brauche. Schnell. Bleiben wir mal hinten dran. Das müssen wir jetzt nämlich ganz überlegt angehen. Ich darf nicht irgendwo runterfallen. Ah, hab nicht mehr im Visier, leider. Aber die Richtung stimmt. Okay. Die Waffe ist echt geil. Sie schießt schnell, keiner hört's, keiner kriegt's mit. Ich werde nicht offiziell entdeckt. Perfekt eigentlich. So, hinten dranbleiben, immer dranbleiben. Auch wenn unser Senator teilweise ein bisschen seltsame Schlangenlinien läuft. Oh, ich dachte schon, du springst runter, Ezio. Mach mir nicht so einen Schreck. Wow, 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 wow. Tschüss. Die werden sich im Nachhinein auch wundern. Seltsamerweise sind genau dort, wo wir langgelaufen sind, überall die Wachen auf den Dächern tot. Jetzt hält er nur kurz an, um sich umzugucken. Tatsache. Mann, bist du misstrauisch. Schlimm, dass diese ganzen Wachen so paranoid sind. Als ob die immer verfolgt werden oder so. Okay, die gehen hier durch. Das heißt, die kommen auf der anderen Seite durch. Ich hoffe, sie gehen rechts rum. Da komme ich deutlich leichter lang. Sieht aber gut aus. Wenn die jetzt da geradeaus durchgehen, habe ich gleich das Problem. So weit, so gut. Ah, jetzt gehen sie da rum. Jetzt muss ich da schnell rüber. Und dort hinten ist schon eine Wache. Komm schon, anvisieren. Nein, 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 nicht ihn, nicht ihn. Hör auf. Genau. Das kann er sogar von mir? Sogar während er auf so einem Teil steht, ne? Nicht schlecht, hier, Junge, nicht schlecht.
Da hinten haben wir auch wieder irgendwo eine Wache. Egal. Obwohl. Ah, wir gehen nicht da lang. Gut. Ich darf nicht den Boden berühren. Schnell. Jetzt gehen wir da durch. Schnell, schnell, schnell. Gut, den hätten wir. Ich glaube, wir müssen hier lang. Das ist echt eine interessante Mischung. Man muss einerseits aufpassen. Gerade solche Typen, die selber Armbrüste haben. Einerseits aufpassen, andererseits schnell sein. Ah, das macht schon ein bisschen spannend. Aber jetzt muss langsam das Treffen mal stattfinden. Weil da hinten ist nicht mehr viel Dach. Aber wenn sie da reingehen, müsste Ezio ja klar sein, wo sie lang gehen, oder? Oh, bitte geht da rein. Sieht gut aus. Okay, wir haben sie im Blick. Wir sehen's. Perfekt. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Warum kann ich nicht gehen? Das Pantheon über das Dach infiltrieren. Na, das kann ja witzig werden. Darf ich jetzt mittlerweile wieder auf dem Boden? Ich denke mal, oder? Ich gehe einfach mal von aus. Und okay, ich habe keine Meldung, dass ich was verkackt habe. Von daher scheint es okay zu sein. Okay, wie komme ich da jetzt gut rein? Schaffe ich, geht das hier? Schauen wir mal, ob das irgendwo hier geht. Nee. Leider fehlt mir diese super Sprungfähigkeit. Die habe ich leider noch nicht. Ich glaube, die kann ich mir bei Leonardo kaufen. Sollte ich mal tun. Das würde sowas hier ziemlich leichter machen. Und ich bleibe aber bei der Armbrust. Die hat wirklich sich als vorteilhaft erwiesen. Von dort aus komme ich nicht wirklich clever weiter. Ich war doch schon mal, glaube ich, auf dem Pantheon auf dem Dach. So schwer war das nicht. Warte mal, da hinten ist gut. Perfekt. Immerhin schon mal so. Aha. Na also, das, der Rest des Weges ist echt eigentlich ziemlich leicht, glaube ich. Glaube ich. Nicht, dass ich jetzt hier mutige Prognosen abgebe, die ja nicht stimmen. Wie wär's hier? Ja, ja. Komme ich auch... Oh, doch! Ah, sehr gut, Ezio. Nicht schlecht. Leider kommt er hier... Doch? Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. So, der Rest ist reine Formsache. Da sind wir. Die Wache töten, ohne bemerkt zu werden. Ach, du Scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier gut runter? Sollen wir ein Heuballen? Nee, ne? Hätte mich auch irgendwie gewundert. Wow. Wow. Heilige Scheiße. Und cool. Und jetzt den Senator kalt machen. Was? Nein, 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 nein. Lasst den lieben Senator in Ruhe. Der hat euch nichts getan. Noch ist die Wache ja da. Scheint sie auch nicht ernsthaft zu bewegen. Wow. Heilige Scheiße, wie komme ich jetzt hier richtig runter? Ich kann Pfeilhagel machen? Wie auch immer das funktioniert, aber es hat geklappt. Ha! Geschafft! Mission erledigt. Perfekt. Und was kommt jetzt? Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. War klar. Sehr gut, Ezio. Sehr gut. Steht sogar ihm. Ach, ihm steht sowieso alles, ne? Das ist fies, wenn solchen Typen alles steht. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn! Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Oh, jetzt bin ich hier der Capo. Geht voraus? Shit, ich weiß doch gar nicht, wo lang. Als Träger der Truhe verkleidet, die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktion der Wachen können helfen, den richtigen Weg zu finden. Und volle Synchronisation. 3 Minuten maximal habe ich jetzt Zeit. Okay.
Wir sind auf Kurs. Soweit richtig? Wir sind fast da. Okay, okay. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ist das nicht die falsche Richtung, sagst du? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Okay, dann folgt mir auch mal bitte. Hier lang? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Oh. Okay, ich will hier nicht irgendwie meine Kiste außerdem runterfallen lassen oder so. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Perfekt, perfekt. Okay, soweit alles gut. Signore, geht es euch gut? War da gerade was falsch? Wir sind auf Kurs. Okay. Was habt ihr denn für eine seltsame Wegbeschreibung im Schädel? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt wieder eine Kurve? Gleich sind wir da. Okay. Hm. Wir sind auf Kurs. Hohoho. Soweit richtig? Soweit richtig? Jetzt machen wir Zeit gut, sagst du. Okay. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Bald sind wir hier fertig. Hier lang? Ich rate mal. Aha. Ich höre noch keinen. Wir sind auf Kurs. Okay. Wir sind auf Kurs? Echt? Wenn du meinst. Wo gehen wir hin? Okay, okay, okay. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Also wieder hier lang. Und jetzt? Hier lang? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Okay, okay. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Das sind aber auch komische geifernde Typen, ne? Ja, ich hab voll Bock zu vögeln, so reden die ganze Zeit. Ja, Mann, gleich voll die geile Feier. Gut, gut, gut. Ich hab keine Ahnung, wie lange wir jetzt unterwegs sind. Oh, perfekto. Das habe ich wohl geschafft. Gib mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Auch gut. Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Gott sei Dank sind wir schon etwas weg. Rein und raus. Dem Geld zum Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen. Und den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Zu der vollen Synchronisation. So, so. Legst du erstmal die Klamotten ab? Claudia, der geht Bankier auch. Ist hier. Alles klar. Die Kiste durch das Fest verfolgen. Oh Gott, immer noch. Nonstop hier am Verfolgen, ne? Wow! Hey, du solltest da hoch. Mach mal bitte. Oh, ich hätte natürlich auch mal Kurtisanen kaufen können, da sagt er was. Egal, zu spät. So. Auf den Dächern ist eigentlich auch ganz schnuckelig, von daher. Apropos Dächer, ne, die Armbrust wieder rausholen. Keiner sieht mich, alles wunderbar. Irgendwo Wachen hier? Nö. Da vorne geht's aber langsam los mit Wachen. Ah, das war eine Sekunde zu spät. Ärgerlich. Okay, ich darf also gar nicht entdeckt werden. Verstanden. Naja, man lernt ja aus Fehlern, von daher kriegen wir das schon irgendwie hin. Claudia, der Bankier ist hier. Genau, und hey, schubs nicht meine Nutten. Bitte. Ja, komm zu mir, Ladies. Oh, lalala. Das funktioniert eigentlich auch fantastisch, muss ich sagen. Und vor allem, sollten mir Wachen oder Patrouillen zu nahe kommen, werden die auch sofort vom Weg abgebracht, was ich auch mal ziemlich cool finde. Aber ich will sie natürlich nicht so schnell verlieren, wenn ich es vermeiden kann. Eure Kolioni rutschen schon wieder runter. Eure Kolioni?
die beleidigen wahrscheinlich die ganze Zeit die Wachen oder sowas. Upsala, eine Kiste ist runtergefallen. Tja, das lag wohl am Anblick dieser wunderschönen Damen. Okay, nur noch drei. Dann lenkt doch schon mal ein paar von diesen Wachen bitte ab. Macht euren Job. Aber jetzt habe ich schon wieder neue. Gut, oder? Das hat schon mal gut geklappt soweit. Okay, jetzt ist hier vor allem auch Sperrgebiet, jetzt wird ziemlich schwierig. Den neuen Kurier folgen? Tatsache. Was ist denn das für eine Auftragsgebung, bitte? Wow! Ja, ey, das war jetzt auch kacke. Direkt die ganze Fraktion verloren. Das mit den Kurtisanen klappt auch nur bis zu einer gewissen Stelle. Würde ich mal behaupten. Ah, jetzt bin ich direkt wieder hier. Finde ich gut. Gott sei Dank. Das ist jetzt mal ganz fair, finde ich. Okay, mach ich. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Gott, oh Gott. Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Okay, ich hoffe, ja, hier wieder Armbrust aussuchen. Was ist das für eine seltsame Party? Überall Mutten. Ich beschütze euch. Und überall halbnackte Männer und Frauen vor allem. Ist nicht meine. Hä? Wieso bin ich jetzt entdeckt? Oh, okay, tote Wachen sind, ungern gesehen. Gut, das macht Sinn, durchaus. Ich sollte jetzt also noch mehr aufpassen als sowieso schon. Verstehe. Der Weg hier links ist trotzdem, glaube ich, nicht verkehrt. Hallöchen. Schnell. Da hoch komme ich leider nicht. Ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Prastevere bisher. Die alten Warte Ruinen mal. Machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Das hat nämlich jetzt keiner gemerkt. Ha. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sag ich dem Wollt ihr mal anfassen? Das ist ja ein ganz mutiger. Wow. Ich muss die Entfernung zum Ziel verringern. So, jetzt schnell. Wieder eine Wache weniger. Oh! Nicht so nah ran, verdammt. Aber ich glaube, der Weg scheint ganz richtig zu sein, dass ich hier immer eine Wache nach der anderen ausschalte. Wundert der sich gar nicht, dass seine Wachen alle weg sind? Gut, er hat die wahrscheinlich abbeordert. So, hier, stell dich da hin oder stell dich hier hin und so weiter, aber trotzdem. Ich habe gerade keine Deckung, wenn er sich umdreht, bin ich am Arsch, von daher. Lieber etwas wegbleiben. Anheuern, schnell. Wann geht's? Doch. Kommt her. Ganz schnell. Et voilà. Ich glaube, wir sind da. Ih, ist der hässlich. Oh mein Gott. Geld für euch, Banke. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Okay. Ja, lockt mal alle schön die Wachen weg und... Ah, diese cleveren Kurtisanen. Sie können es einfach. Und da hinten ist er. Du genießt den Abend. Ja, Eccellenza, ruhig. Okay. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Angst. Das sieht man. So gut. Die feinen Dinge im Leben machen. Gut. Den hier könnt ihr auch direkt mal weglotsen, bitte. Niemand hält mich an. Du weißt, ich bin ein ganz schneller? Boah, ist so eklig. Das verstehst du nicht. So, wieder zwei Wachen weniger. Ah, sehr gut. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei. Dadurch habe ich einen Ritt frei? Was ist denn das für ein ekliger Bastard? Wow! Ich dachte schon, er hat mich entdeckt.
Danke, dass ihr gekommen seid. Wo ist hier eine Bank? Wir haben eine lange Nacht vor. Ich soll ihn ja angeblich auf einer Bank töten. Ich brauche ein paar Kurtisanen, verdammt. Wo? Das sind überall Wachen. Hier sind überall Wachen. Da hinten sind Bänke. Was? Achso, oh, ich dachte schon, ich war zu langsam oder so. Cesare. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Naja, die Borgia untereinander. Alles sowas von machtgeil und jeder hat seine eigenen Vorstellungen, dass sie sich nie ganz einig wurden. So. Wache Nummer 1 ist wohl klar, wie ich den erledige. Hallo? Okay, habe ich hier noch Kurtisanen irgendwo? Sieht nicht so aus. Der ist da hinten und legt sich die Kurtisane erstmal irgendwie schön hin. Soll er mal machen. Ich brauche eine Bank. Ich brauche eine Bank. Und zwar ganz fix. Da ist eine Bank. Schnell. Okay. Stimmt, Giftklinge wäre auch noch eine Möglichkeit. Was war nochmal? Unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Ich könnte natürlich von einer Bank aus dann noch die Giftklinge einsetzen, oder? Ich denke mal, der wird jetzt hier einmal im Kreis laufen. Und ihr unterhaltet euch erstmal ein bisschen mit mir, Ladies? Ja, ja, bemerkt mich gar nicht. Ich bin auch überhaupt nicht auffällig, überhaupt nicht, ne? Verdammt, der geht hier gar nicht lang. Das ist jetzt verdammt schlecht, vor allem weil eine Wache direkt vor mir steht. Komme ich schnell genug wieder in irgendeine Menschenmenge? Wo ist der Bankier? Jetzt da hinten? Vielleicht geht er jetzt diesmal doch hier lang. Warten wir es einfach mal ab. Vielleicht zahlt sich Geduld ja aus. Ne, 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 ne. Der geht wieder zurück, okay. Die hätte das nur die Sahnen, verdammt. So. So. Puh. Knapp. Sehr knapp. Ah, die beiden sind schon mal abgelenkt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und dort hinten ist eine Bank. Oh, perfekt. So. Lass mich mal vorbei. Welche Bank nehme ich? Ihr wisst wohl, wie man eine Dame behandelt. Vielleicht sollte ich eine kleine Liebesmeditation vornehmen. Und jetzt aber auf die Bank. Es hätte fast geklappt, aber ich will ihn ja von der Bank aus erwischen. Egal. So oder so. Den haben wir wohl. Was ich alles fühlte. Sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Einer weniger. Und so beginnt ab jetzt eigentlich die richtige Rache an den Borgia. Okay, und jetzt haben wir Probleme.
Autsch, dass sich da nicht die Beine gebrochen hat. Und jetzt mal pronto. Haha. Seht ihr? So leicht geht das. Naja, ich bin weit genug weg. Hier findet mich keine Sau. Jetzt ist er... Guck mal, ich bin da von da oben, bin ich runtergekommen. Das heißt, er hat eine ziemlich weite Strecke zurückgelegt, oder? Perfekt. Erledigt. Rein und raus. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir haben ziemlich viel geschafft für dieses Mal und Porträt von Juan Borgia erhalten. Ja, wahrscheinlich wieder mal kriege ich jedes Mal ein Porträt, wenn ich einen gekillt habe. Und wir können auch jetzt zum Abschluss dieser echt mal langen Folge nochmal ein bisschen hier so gucken, was geht. Kriegt man dann noch eine bessere Rüstung? Du auch. Du eine bessere Waffe. Du eine Waffe. Immer das gleiche. Rüstung. Waffe. Rüstung. Gott. Und Rüstung. So. Wieder gut was erledigt. Und was sieht es mit Aufträgen für euch aus? In Florenz. Schwierigkeitsstufe 3. Einer mit Stufe 4 schafft das alleine. Also machst du das auch. Was haben wir hier? Haben wir mal irgendwas mit Sternen? Die werfen immer so schön viel ab. Sowas hier, verstummt. Da gibt es sau viel. Da gibt es sogar Seide dafür. Schafft das eine noch? Wow, 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 wow. Krass. Wow. Das ist selbst für die noch ziemlich zu schwer. Oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering. Wie sieht es hierbei aus? Ach, genau das gleiche eigentlich. Gibt es nicht irgendwas mit 3 Sternen? Hier, sowas, genau. Das schafft ein Fünfer sogar alleine, was natürlich auch witzig ist. Dafür gibt es einen Kladderring. Und halt eine Menge Fluorid. Okay, mach das mal. Dann haben wir hier noch was. Noch was für so einen Fünfer. Oder 2 Dreiern. Nee, lieber einen Fünfer. Dann müssen wir mal sicher gehen. So, da. Ein 4er-Auftrag. Oh, das schaffen die hier. Das ist ja gar nicht mal ansatzweise. Oh, das ist selbst für die. Noch gar nicht so leicht. Das ist der leichter. Nicht sehr viel. Ein 3er. Ein 3er schaffen sie dafür wieder garantiert, ne? Auch witzig. Dann nehmen wir hier für 2 Dreier. So. Ich rede hier wahrscheinlich schon voll das Kauderwelsch. Das hier sind 1er. Das ist mir wieder zu leicht. Für den 2er nämlich. Mach du das mal. Und den 3er Auftrag. Schaff wieder einer alleine, okay. Ich muss erst mal schauen, ob ich noch einen Auftrag habe, den ein 5er alleine schafft. Der ist schon besetzt. Der auch. Lieber so ein 4er Auftrag. Das ist ja wieder zu schwer. Dann geben wir mal den einen weiter an diesen... Ich hätte noch einen Auftrag, der zu schaffen war von einem. Genau. Und dann behalte ich den letzten einfach über. So. So, jetzt haben wir aber auch genug geschafft. Und damit beenden wir diese Folge, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start, wenn es wie immer heißt, Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Mein Name ist Alex. Bis dann.